Herzlich willkommen ins Projekt Spandau 1963. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass dem Wegpunkt an der Endschleife zu nah an der Gleis stand. Und da habe ich gesagt, ich werde mich etwas einfallen lassen. Also habe ich das getan und dem Wegpunkt ein bisschen nach vorne gezogen, wo ein Stück gerades Gleis stand. Und dann habe ich das verborgen mit kollisionsfreien Baum und etwas Grünzeug. Und ja, nicht perfekt, aber viel besser als vorher. Ja, viel Grünzeug gibt es nun und das sieht viel, viel besser aus als vorher. So, hier in Johannesstift, da muss ich auch baggern, denn es gab einen Bach mit kleinen Teiche, die namens Kuhlake, die von südlich der OHE bis nach Norden führt. Da musste ich baggern, bis ich auf Wasser stieß und das war etwa, ich weiß nicht, 3 Meter oder so. Und dann auch eine Fußgängerbrücke da auch einstellen, weil das ein Hauptwanderweg ist von der Endschleife. Leider mit der Brücke habe ich keine... Es ist etwas klobisch und da habe ich nichts passendes gefunden. So, dann nochmal viel Bäume angebracht. Und was sehr schön ist bei Transport Fever, ist, dass man nun man kann eine Auswahl von Bäumen und Hecken da mit Pinsel einsetzen. Das ist wirklich schön und spart sehr, sehr viel Zeit. Und nun hier von der Brücke, Blick Richtung Straßenbahn. Ja, wir fliegen in eine Drohne mit. Dann ja, den Gleisweg nach Endstelle Johannesstift. Dann war ich doch nicht zufrieden mit diesem sehr klaren Wasser, der aus den Tropen kommt, und habe ich es wieder alles eingefüllt, wie Sie sehen. Und da habe ich stattdessen mit dem Mahltool dreckiges Wasser genommen, was sehr schwarz ist und hervorragend passt, denn wenn Sie mal vor Ort waren, dann wissen Sie, dass diese Wässer dann sehr, sehr still sind und spiegelartig sind. Das ist etwas, und auch viel höher sind, fast ebenerdig. Als Nacheffekt war auch, dass die Brücke nun weniger klobisch wirkt. Und damit bin ich dann auch zufrieden. Dieses Maltool, der ist wirklich sehr schön. Und mit ein bisschen Arbeit, dann schafft man es schon. Und der Bach Kuhlake, der verschwindet unterhalb der Ostfriesische Eisenbahn, der Eisenbahnkreuzung, der wir ja schon kennen, und kommt wieder zur Sicht an der nördlichen Seite. Dann habe ich hier ein Wildgehege gebaut, noch ohne Zaun. Das ist der andere Teil des Kuhlakes und links im Braun, das ist ein Wildschweingehege, nur weiß ich nicht, wo ich Wildschweine herkomme. Naja. So, weiter mit dem Grünzeug. Und nun ein bisschen
bisschen andere Arbeit. Das heißt, von der Schönwalder Allee ist da eine Verbindungsstraße nach Hakenfelde. Und diese Straße heißt Hakenfelde Straße. Ist nicht ganz originell, aber das haut schon hin. Und es ist eine sehr alte Straße, der auf den alten Karten zu sehen sind. Da gibt es eine scharfe Rechtskurve, bevor man Hakenfelde erreicht. Ich kann mich auch erinnern, dass diese Rechtskurve dann höher lag, und das habe ich dann dementsprechend getan, dass da etwas höher liegt. Und ich erinnere mich als Junge, dass da auch vielleicht Leitplanken waren. Deswegen habe ich die da hingebracht. Muss noch ein bisschen da arbeiten. So, und dann habe ich mich doch überlegt, eine Oberleitung an der geraden Strecke anzubringen. Noch immerhin nicht in der Endschleife. So, das sieht man schön hier aus dem Wiener Wagen. Leider immer mit zwei Masten. Wobei in der Realität war es nur eine Maste mit Ausleger. Und hier Richtung Johannesstift das gleiche. Deswegen habe ich gedacht, ich werde die straßenseitig liegende Masten einfach auch verstecken, damit man die weniger sieht. Und da hat man visuell schon eine Art Einzelmast-Oberleitung, wie es in der Tat war. So, und so sieht das aus, und das sind immer diese kollisionsfreie Bäume und Grünzeug, die ja echt eine Rettung sind für meine Situation. So, hier nochmal der Endschleife Johannesstift mit die zwei Straßenbahnlinien. Nächstes Mal geht es weiterhin Richtung Spandau über Klinkerplatz, Kausiusstraße, und wir werden uns dann wiedersehen. Und bis dahin, ich hoffe, es hat gefallen, und sage bis dahin, ja, tschüss!